Hälfte von rechts nach links spielen, zu erkennen an den dunkleren Hosen, also an den blauen Hosen und gelben Jerseys. Die Ungarn spielen ganz in weiß, von links nach rechts und dann Persson als links außen. Ungarn im Tor mit Gezi, in der Verteidigung mit Fabian, Pancic, Barlind und Peter Juhas, Kocsis und Hellström. Musste bei der ersten gefährlichen Aktion der Ungarn schon eingreifen. Ström stand. Nicht ungefährlich heute mit Fernschüssen, mit Weitschüssen zu operieren. Küwa ist hier mit der Nummer 10 zu erkennen, denn das ist Nordqvist. Christensen. Schöner Schuss von Gran. Geht sie auf den Posten. Beide Mannschaften hatten je eine schöne Möglichkeit. Bene. Ja. Aber schlecht geköpfelt. Noch einmal Söke. Ein Triplanski, aber gut gemacht. Jetzt gefährlich hereingegeben. Kü. Und Abseitsstellung von Persson. Ja, Schindwall, aber jetzt eine Möglichkeit für Bo Larsson, aber schlecht geschossen. Söke. Schindwall. Steilpass für Gran. Noch. Jetzt hätte Gran etwas Glück gebraucht, dann wäre ihm der Ball fast von Gezis Armen direkt noch einmal vor die Beine gesprungen. Juhas. Und Hellström. Sieg und Dunkel. Pancic. Und wieder Gran. Und Eck Schindwall. Tja. Bene. Bene. Ja. Bene. Ich weiß nicht, ob Grieb, Nordqvist, Björn, Nordqvist, Christensen. Und beinahe, das hätte ein Eigentor werden können. Pancic hat das ganz gefährlich gemacht, aber die Juhas. Gran. Und abseits gewunken vom Linienrichter und Van Ravens hat nicht gepfiffen. Zusammenstoß. Er wird es vorziehen, glaube ich, das Spielfeld wieder zu verlassen. Alle Ungarn waren jetzt am eigenen Strafraum. Christensen hat viel Zeit. Kein Abseits. Eklund. Ja, das war die große Chance. Das war die erste große Chance für die Schweden.
Getzi. Svensson. Und Getzi dreht den Ball über die Latte. Sambo. Balint. Söke. Ziemlich ansatzlos geschossen und das ist immer gefährlich. Urplötzlich. Ich habe ja auch nicht gedacht, dass Söke so. Balint hat geschossen und auch verschossen, das sei ihm ruhig bestätigt. Larsson. Kran, Grundquist. Eklund. Und Kopfball über das Tor. Svensson. Grieb. Eklund. Knapp daneben. Hier die Wiederholung. Ja, und doch. Geht sie? Die Kamera zeigt es uns im Moment nicht, aber hinter dem Tor liegt Schindwall. Er dürfte einen Krampf. Schuss von Karitz. 1:0. Dann wird bumm der Ball serviert und das 2:0 ist fertig. Sverige Österrike den 23 maj. Ullevis fullsatta läktare bångar av entusiasm och förväntan. Det handlar om den mycket viktiga kvalmatchen till VM som Sverige måste vinna för att komma till München 1974. För Österrike är det här den sista kvalmatchen. Laget har vunnit 3 och spelat 2 oavgjorda matcher i gruppen men inser starkt behovet av ytterligare poäng och försöker därför snabbt riva åt sig initiativet. Det blir också Österrike som till en början svarar för de farligaste anfallen och situationerna växlar friskt i närheten av Sven-Gunnar Larsson i det svenska målet. Mycket nära ögat är i den här anstormningen där högre makter ingriper sedan vår målvakt blivit helt överspelad. Sverige kontrar emellertid och Bosse Larssons skott är bara decimetern utanför. En hörna ger blågult en ny chans. Benno Magnusson hittar Ralf Edström som går upp, missar men återkommer senare i situationen dock utan resultat. En ny hörna, nu från Bosse Larsson. Ralf är där och Roland Sandberg och nu kan vi jubla över 1-0. Vi kan jubla över 1-0 med målgöraren själv som helt ställde det österrikiska försvaret. ...1-0 blir också halvtidsresultat. Sverige har övertaget, men ännu är vägen lång till en slutseger.
Österrikarna kom ut till andra halvlek med ny skärpa i spelet. Efter 10 minuters spel är det dags. Målgörare är Kurt Jara, en av de farligaste i det österrikiska anfallet. Och nu är ställningen 1-1. Sverige måste vinna matchen och hela laget kämpar nu i den riktningen. Benno Magnusson skickar in en hög långboll mot mål. En boll som når Ralf Edström som nickar till Gran som slår direkt på volley, direkt i mål. Och detta sker minuten efter Österrikes kvitteringsmål. Härligt! Fjorton minuter före full tid känner den oerhört påpasslige Roland Sandberg målvittring igen. Se så snabbt, så blixtsnabbt han reagerar. Och nu är ställningen 3-1. Det lutar äntligen mot seger. Ett mål till kommer i matchen och det gör Österrike. August Starek ordnar slutresultatet till 3-2. Kommer Sverige till VM? Ja, den som lever får se. Légkör a Népstadionban, megtelt az aréna, zászlók lengenek a felső peremsoron, és az ingújra vetkezett szurkolók érzik, tudják, nagy mérkőzés színhelye a magyar főváros legszebb sportelepe, a magyar válogatottban. És íme a svédek. A svéd csapat első rangú teljesítmény nyújtott, a magyar csapat kapitánya nagyon bizakodó. A mérkőzés előtt kijelentette, a magyar válogatott, ugye csak az alaponról, borról és vidás fejéről, éppen csak, hogy fölé csúszik, teljesen beszorul a svéd együttes, de gól még nincs. Szűsordája hosszan előre a másik oldalra, ott van benne előtt, leteszi maga elé, jobban lágyan középre, hozd már gól! Kozma lábáról, bent a hálóban, a magyar csapat vezető gólja, 8. örömmámon a Népstadionban, hajrá magyarok! Zeng zúg a bíztat, és most a svédek nagyon erőteljes támadás sorozatba kezdenek. Ott van megint a bal szárnyon a labda. Hosszú szöktetés, Sandberg remekül szik felre vele. Török megpróbálja beérni, de középre a labda. Rövid a felszabadító rugás, megint a svédek, egymást követik a támadáson, rálő, és Kucskei bal felső sarokból. Hát a svédek támadás után vezetnek a magyar kapu ellen, újabb lövés. Levágódik, másodszorú lövés, és Kucskei éppen jó. A magyar csapat támadás a szabad rúgáshoz, Tóth András szépen ível középe is, Vidács fejesült a kapus lábbal hárítul, megint egy svéd támadás, egyszerűen hátrafejelő labdát, Csindvár lő, Vicskei kivetődni, Csindvár másodszor lő is túl. Ez bizony gól volt, nézzük meg még egyszer, hárítani lehetett volna a gólt, tehát első lövés, Vicskei kivetődik, Csindvár érkezik, és profi gól. Így az első 5 percben ugyan támadunk, de nincs gól. Zámbó egy ügyes csel, jobbal íveli be középre a labdát, teljesés juhát, teljesét, de se játszanak, sőt, szemberglő és váratlan lövéssel 2-1 Svédország válogatottja javára. Ez bizony hideg zuhany a magyar közönség számára. Senki nem számított arra, hogy a második félidő elején mutatott sorozatos jó akt újra előre lendülünk. Juhát teszik jobbra a labdát, Vidács lövés, óriási gól. Hatalmas erejű bombával Vidács megszerzi a kiegyenlítést, íme más szemszögből ez a káprázatosan szép, nagyszerű Vidács gól. Szinte kiszakított, ha a hálót a bal felső saroknál, azonban a tömör védelem fölszabadít, és utána egy gyors gól, szép akció végén a magyar csapat újólag megszerzi a vezetést. 3-2 tehát az eredmény Magyarország csapata javára.
Most már mindenki biztosra veszi, hogy a magyar csapat tartani, tehát szabálytalanul akasztották. Szőke labdája levágódik a sorfalról, és a kapufa ment. Így tehát Larsson kapus most már kigulíthatja jobbra a labdát. Egy támadás megint a svédek részéről, Sandbergnél a labda, beivel Ekström egyedül fejel és gól. Ez bizony Ekström fejéről becsúszott a bal kapufa mellett a hálóba. Bicskei, a magyar csapat kapusa mérgében veri a földet, nézzük csak még egyszer. Ott van a labda, a bal kapufa töve mellett a hálóban, Bicskei bosszankodik. Minuten Camilleri gör 1-0 bakom. Sen skörda, den femte. Bo Larsson lägger den. Ska behöva reducering direkt där. Hedström nickar. Bra! Här är det. Ove Kindvall för en kvart senare. Långt och skruvat. Bra som domar, straff! När de knuffar in Ralf Hedström. Hos Larsson. Målakten rör sig tidigt. 2-1 till Sverige, men det blir inga fler mål. Och efteråt är luften tät av konspiration. In Österreich, so großartig ist die Stimmung hier im Stadion und was die Fans anmacht, macht es möglich, dass die Weltmeisterschaftstüre, die bereits fest zu war, wieder einen großen Spalt offen ist und diese einmalige Chance nach 16 Jahren, die haben Anstoß und spielen von rechts nach links und das Spiel hat begonnen. Und wir müssen jetzt hier versuchen, auf diesen weißen Rasen, die in weiß spielenden Österreicher herauszufinden. Es ist gar nicht so leicht, denn weiß auf weiß, das hebt sich natürlich nicht ab, aber Schmidt-Radner. Hattenberger, schön gemacht. Und Hellström aber über das Tor. Und wieder Eckball. Jara. Larsson. Fehler von Edström. Das Torstensson war es. Achtung! Und Hellström, Faustabwehr. Eine andere Chance hat bei diesem schweren Boden der Tormann wohl kaum. Horvath. Schweden herbeigeführt haben. Eckball für Schweden. Der erste Eckball. Conny Torstensson wird diesen Eckball ausführen. Torstensson. Achtung! Und Rettensteiner. Aber der lange Edström ist gesprungen und der wird ja immer größer, wenn er springt. Und Krankl. Achtung, Sandberg. Und Tor für Schweden. Und wieder ist es dieser Teufelskerl Sandberg gewesen. Der blitzschnell die Möglichkeit ausgenutzt hat. Und Rettensteiner ist herausgelaufen, hat gewartet. Er hätte diesen Ball eigentlich halten können. Will ich keinen Vorwurf machen hier aus der Kabine, aber dieser Schuss von Sandberg von halb rechts hat Rettensteiner. Andersson. Eigenstiller. Fehler und dann war der Ball schon weg. Das kann schon die Vorentscheidung sein. Hier, dieses lange Warten. Er wartet. Horvath hat so lange gewartet, bis Rettensteiner kommt. Sie haben sich überhaupt nicht verstanden. Bo Larsson wird jedenfalls diesen Elfmeter durchführen. Bo Larsson. Ich kann nur sagen, verknofeln wir es irgendwie, vielleicht verschießt ihn, vielleicht hält. Jetzt Rettensteiner, Achtung, Tor 2-0.
Hier gibt's eigentlich nichts drauf zu sagen. Was soll ich Ihnen sagen? 2:0 und wahrscheinlich schon die Entscheidung zugunsten der Schweden. Und unsere Hoffnung war jedenfalls... Eigenstiller. Hof, aber schon vorher abgepfiffen, Freistoß. Gries. Und Hattenberger, Tor! Tor, jawohl! Roland Hattenberger per Kopf. Ja, das war jetzt Gott sei Dank schnell der Anschlusstreffer und das gibt uns neue Hoffnung. Und vielleicht habe ich es also im vorher aber die Wiederholung im positiven Sinne verknuffelt. Hier ein Getümmel, Hellström liegt am Boden, aber er ist in erster Linie von seinen schwedischen Kollegen behindert worden. Hier fällt auf ihn Nordqvist drauf und Hattenberger hat eingeköpft an dieser Verletzung des schwedischen Tormannes. Sie werden es gleich... We'll be right back.